Hallo, liebe Deutschlernende. Heute geht es los. Heute fahre ich mit meinen Freunden nach Prag. Nur noch wenige Stunden und dann sitzen wir alle im Bus auf dem Weg nach Prag. Ich bin total aufgeregt, ich freue mich sehr. Und ich denke, diese Reise, die ich mache, ist auch eine gute Möglichkeit für dich, möglichst viele Vokabeln zu lernen. Ja, du wirst Vokabeln lernen, die du sonst nicht lernen würdest. Ja, zum Beispiel, ich habe meinen Koffer gepackt. Ja, das ist mein Koffer. Ja, ich habe ihn gepackt und ich habe alles in den Koffer reingemacht, das ich brauche. Und ja, also ich habe mir einen Waschbeutel gemacht, ja, oder eine Waschtasche, ja, also normalerweise gibt es da direkt, also ich habe das in der Tüte gemacht, einfach weil ich kann es auch in der Tüte machen, aber das nennt man normalerweise einen Waschbeutel, ja, ein Beutel, wo die Zahnbürste drin ist und die Zahnpasta und all sowas. Ja, ich habe mir Kleidung mitgenommen, mein Pullover, Hose, dann werde ich mir Essen mitnehmen, ja. Ich werde mir ein bisschen was zu essen mitnehmen. Ich nehme natürlich meine Kamera mit, ja. Das ist die Kameratasche. Ich nehme meine Flöte mit, ja. Ja, was nehme ich denn noch mit? Ich nehme mir Bücher mit. Ich nehme mir hier dieses Buch mit. Unter anderem, das ist ein, das kann ich sehr empfehlen. Das ist, heißt Living Your Best Year Ever. Ja, das ist ein Jahresplaner. Ja, das ist ein Jahresplaner, den ich sehr, sehr gut finde. Hier habe ich auch das Stativ schon eingepackt. Ja, das nennt man Stativ. Ja. Und ja, ich habe noch viel mehr in dem Koffer, aber ich wollte euch nur so ein bisschen ein paar wichtige Dinge zeigen, die gerade so oben drauf liegen. Genau, und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist folgende. Ich werde eventuell sogar mehrere Videos pro Tag machen, ja. Also seid drauf gefasst, dass eventuell mehrere Videos kommen. Ich werde sie alle in eine Wiedergabeliste machen, ja. Alle Videos von Prag kommen in eine Wiedergabeliste. Und ja, ich werde viel aufnehmen, immer wenn ich denke, dass ich in einer Situation bin, wo ich euch eine interessante Vokabel erklären kann oder wo ich eine interessante Idee euch erklären kann, werde ich ein Video machen und es für euch hochladen. Also seid darauf gefasst, dass hinterher ganz viele Videos kommen und entweder mögt ihr sie und dann mache ich eine Wiedergabeliste für euch. Dann könnt ihr immer diese Wiedergabeliste überprüfen und diese Videos anschauen. Oder ihr mögt sie nicht und dann wartet einfach ein paar Tage, bis wieder andere Videos kommen, ja. Ja, ich hoffe, dass ihr habt ein bisschen was gelernt, ja. Ich habe meinen Koffer gepackt, ja. Das ist so eine Vokabel für Reisen, die man braucht. Der Koffer und packen, ja. Und ja, mehr Videos über Prag und das ganze Erlebnis folgen. Ja, ich möchte so viel wie möglich für euch dokumentieren. Okay, viel Spaß mit den ganzen Videos und wir sehen uns morgen bzw. nachher. Tschüss!